Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Port von Monster Hunter World zusammen mit Nerozu Fox. Hallihallo. Heute haben wir es endlich mal vorgenommen. Wir wollen uns jetzt auf eine Expedition aufbrechen in die große Schlucht. Und dafür mussten wir vorher nochmal was futtern. Und los geht's. Zumindest er muss es tun, ich hab's schon getan und... Hä? Bei mir hat er immer noch nichts zu tun. Was? Er kommt nicht richtig mit. Der dekoriert's immer noch. Hä? Ja, bei mir dekoriert er's immer noch. Was hast du gemacht, was ich nicht gemacht habe? Nee, umgekehrt, was hab ich gemacht, was du nicht gemacht hast? Keine Ahnung. Ich hab vorhin einfach nur meinen Miauster angesprochen, also meine Miau-Katze, der Koch ist, dann habe ich irgendwas gemacht. Guck dir das doch nochmal an. Jetzt muss ich erstmal mal wieder nach oben. Da kann ich dann von da losgehen. Sonst kommt die große Katze von Dalon. Die große heilige Bergschnecke. Bergschnecke von Dalon, Alter. Was habe ich mir nur damals an dem Tag dabei gedacht? Auf jeden Fall nicht, dass es ein Running Gig werden würde. Auf jeden Fall bin ich kein Plüschtier. Ich sag nur Rio. Wie soll das auch ein Plüschtier? Ich kann mir einen Ofenbraten machen. Was ist? Ich kann mir einen Ofenbraten machen. Mach das doch mal. Aber gegessen habe ich schon. Ofenbraten bereitet Essen zu, während du deine Quest absolvierst. Wenn du zum Beispiel rohes Fleisch in den Ofen brätst, ist es fertig, wenn du die Quest abgeschlossen hast. Vergiss nicht, dein fertiges Essen auf dem Weg zur nächsten Quest abzuholen. Ach das! Das ist praktisch. Ja, ich will das Tutorial verlassen. Ich kann sogar ich habe auch gerade mal Ration reingepfeffert. So! Ich höre mich doppelt. Ich würde sagen, wir gehen mal los, ja. Große Schlucht. In 3, 2, 1, auswählen. Go! Ja. Hui! Ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir sind. Hui! Das scheint doch eine neue Map zu sein. Was man dachte, oder? Na, mal gucken. Ich bin mir denn gerade ehrlich gesagt... Wo sind wir denn? Ich kann euch sehen. Ladebildschirm. Mach es fertig. Mann, Wildtier-Experten. Warum hängt das jetzt da drin? Ah, jetzt. Hier sind wir. Da bin ich. Wir sind da. Erstmal müssen wir einen Weg finden. Also, eigentlich ist es doch voll nichts. Was hast du gesagt? Nichts? Wenn wir in diese Richtung gehen, kommen wir weiter. Boah, warten wir noch. Auf der anderen Seite der Schlucht warten sicher auch tolle Quests. Oh je, eigentlich ist sie doch voll süß. Was hast du gesagt? Ich wollte fragen, ob dein Vater süß ist. Fuck! Wir haben ihn nicht einmal verlangsamt. Ich schätze, auf der anderen Seite ist irgendetwas sehr Wichtiges. So, was haben wir denn hier? Ah, die anderen Leute! Schau dir diesen Riesenspalt an. Das zeigt die Kraft eines Drachenältesten. Oh, bin ich mal gespannt. Was hat der so zu sagen? Spitzenmäßig. Oh, Cutscene! Also hier hoch. Alter, wie das aussieht. Das ist total geil. Oh, das Gebiet gefällt mir sogar. Bin mal gespannt, was du dann nachher zu diesem Gebiet sagst. Also bisher gefällt es mir auch so schon, ohne die Cutscene. Du hast das Gebiet, wo ich jetzt bin, noch gar nicht gesehen. Meinst du, wir sind bald da? Klar, ich sehe dieses Symbol, also müssen wir bald da sein.
Er läuft einfach so von alleine rein. Sieht aus, als wären wir unter Wasser. Aber wir sind nicht unter Wasser. Das sind Korallen. Tote und Lebende. Ein Wettrennen gefällig? Warte, renn nicht voraus. Vielleicht ist da irgendwas. Das kommt mir verdächtig vor. Oh ja, Nachtschatten. Komm schon. Schön wär's, ne? Das sah jedenfalls von der Silhouette so aus. Ist auch oh, so Gott. Schnell wie einer. Ach, ich kenn das. Das Vieh habe ich schon mal gesehen. Aus der Iceborne-Demo höchstwahrscheinlich. Also im Iceborne-Video. Das aber im Iceborne-Video ist aber eine Subspezies. Vor der Original. Also ist das das Original? Genau. Ja, Subspezien kommen immer erst später. Habe ich immer das Gefühl. Weil sonst hießen ja nicht Subspezien. Oh, hallo. Du bist wach. Erinnerst du dich, wie du gefallen bist? Ja, ich habe den Boden gesehen und dann bin ich mit meiner Fresse ins Gesicht gefallen. Nee, umgedreht. Mit meiner Fresse aufs Gesicht gefallen. Ein gemeinsamer Bekannter hat euch im Tal schlafend gefunden und euch hergetragen. Aber wichtiger noch, du hast die dritte Flotte gefunden. Ich bin ihre Anführerin, sofern das überhaupt noch von Bedeutung ist. Und das hier ist unsere Forschungsbasis. Unsere Flotte besteht ausschließlich aus Gelehrten. Zu welcher Flotte gehörst du? Und wie bist du hierher gekommen? Was ist denn in der großen Schlucht passiert? Nach 3000 Mal das Erzählen, hat sie es doch dann doch kapiert. Verstehe. Dieser Sora Magdaros war also auf ältesten Wanderung und er ist durch die große Schlucht gebrochen, als ihr ihn fangen wolltet? Nun, vielleicht können wir nach all der Zeit endlich das tun, wofür wir hierher gekommen sind. Ich muss sagen, ich bin angeregt. Nein, ich bin verlobt. Ich habe keine Lust, mit einer Fremden zu machen. Danke. Ich bin verheiratet. Noch nicht. Lass uns keine weitere Zeit vergeuden. Wir müssen die Spuren des Sora Magdaros finden. Eine Expedition ins Korallenhochland könnte ergiebig sein, meinst du nicht? So nennen wir das umliegende Gebiet so aus naheliegenden Gründen. Eine nette gründliche Expedition sollte genügen, um die Geheimnisse des Hochlands zu ergründen. Das ist eine gute Idee, meinst du nicht? Ich weiß, dass es eine gute Idee ist. Ich hatte sie. Also dann, los, los. Eine gründliche Expedition. Ja, na logisch. Also haben wir jetzt einfach so sowas wie eine neue Stadt gefunden. Oh, die verschmelzt ja. Du da, möchtest du das nehmen? Es ist ein Talisman, meine Forschung dreht nur darum. Aber deswegen frage ich eigentlich gar nicht, ich habe keinen Bock. Verteidigungstalisman. So, hier noch irgendwas? Gib her, Mann. Hallo, gib mir den Stern. Excuse me, what the fuck? Stimmt's? Ja. Hi, Katze! Wieso bist du hier? Verdammt, ich muss wieder Tränke herstellen. Ich habe keine Tränke mehr. Keine normalen Tränke. Ich habe das Gefühl, dass ich mich heute gut geschlagen habe. Hoffentlich nimmst du mich in die nächste Exekution wieder mit. Wir hatten gesagt, dass wir die Katze nicht mitnehmen. Ich weiß, die Katze, aber du weißt, was ich meine. Können wir jetzt eigentlich zusammen zum Korallenhochland hin? Ich weiß nicht, ob wir müssen erstmal, glaube ich, eine Solo-Quest machen. Die Expedition machen. Bist du schon unterwegs? Ja, also ich könnte jetzt losgehen. Ich könnte auch losgehen. Also 3, 2, 1, los. Go. Südliches Lager. Katzenpower! Oh, no.
wir sind da. Scheint, als würde ein Monster namens Tsetseyaku dieses Gebiet bewohnen. Willst du mal nachsehen? Und wo wir gerade dabei sind, lass uns nach einem guten Lagerplatz suchen. Meinst du, wir finden irgendwelche Spuren von Sora Magdaros? Nein. Nichts kann uns aufhalten. Das ist nicht nur eine Truhe drin. Okay, ich muss mich auf meine Intuition verlassen. Hm. Oh, stimmt. Ein Verteidiger-Talisman noch rausgekramt. Why not? Hilfe! Du bist schon unten. Ich gebe seltsame Tiere. Suche nach dem Lagerplatz. Sichte einen Tsetseyaku. Was habe ich gefangen? Ein Korallenvogel. Oh, hier sind die Drachen ja vollkommen anders. Das erste Monster. Das erste Monster des neuen Gebietes. Ich kann keine Kelbis damit fangen, ist ja unfair. Man kann keine Kelbis fangen. Keine Kelbis. Das ist scheiße. Ich hätte gerne ein Kelbi als Haustier gehabt. Ich sichte gleich erstmal das erste Monster. Hier gibt es einen Knochenhaufen. Mitten in so einer Höhle drin. Also wie so ein hohler Baumstamm. So. Das ist ein hohler Baumstamm. Und so ein Stein. Irgendwas davon. Also jetzt läuft's flüssig. Es lag wirklich wohl an den offenen Fenstern. Du, ich kenne dich lang genug, um zu wissen, dass du gerne sehr, sehr viele Fenster offen hast in deinem Internet. Und Porn. Ups. Das war eigentlich überhaupt nicht für die jüngeren Zuschauer bestimmt. Wir haben ein Wörtchen zu rupfen. Ein Wörtchen noch zu sprechen. So. Oh, was ist das denn? Was hast du gerade gefunden? Etwas, was aussieht wie ein Dings. Jetzt habe ich vergessen den Namen. Ich kann es mir eigentlich schon fast denken. Jagras. Nur in Rot und... Warte, was? Also die sahen aus wie Jagras, auch so vierbeinig und so, aber die hatten eine ganz andere Kopfform. Ach, du hast die Charmosse entdeckt. Das ist ein Charmos. Alter, jagt mir keinen Schrecken ein. Okay, ich habe schon mal ein Lager gefunden, wo ich hin muss. Ich gehe da jetzt erstmal rein. Und da muss ich ein Tsetseyaku sichten. Hier gibt es wild lebende Vitalitätswespen. Mhm. Ist aber auch im uralten Wald so, wenn du drauf geachtet hast, Ma. Ich dachte, die hat immer die Katze gemacht. Nee. Manche sind sogar wildlebend halt. So, es fehlt aber noch ein Monster. Ich kann mir fast vorstellen, wo es eigentlich ist, aber... Warte mal, hier sind noch Kerben. Das ist auch ein schönes Gebiet. Das Gebiet gefällt mir selber auch extrem. Es ist so groß. Okay. Oh, hier gibt es... Oh! Was? Förderplanz! Ja, das neue Monster! Malachiterz. Irgendwas ist hier. Was? Aber ich habe das sogenannte Legianer entdeckt. Was, Legianer? Legianer. Und Paolumu. Es wird gerne von uns Killerplüsch genannt. Aber mal sehen. Du hast Shamas entdeckt, also solltest du eigentlich auch bald den Tsetseyaku begegnen. Tsetseyaku ist bei uns das Hühnchen. Das ist
bin ich hier. Hier geht's aber nicht weiter, scheinbar. Du leuchtest. Und du leuchtest. Oh, was habe ich getan? Hey, du leuchtest so schön. Ah! Elektrische Westpuls. Verzweifeln, ah! Honig. Hä, wie kann man Westpuls fangen? Gar nicht. Aber wieso kann man die als Haustier halten? Wie kommst du darauf? Ich habe auf dem Video gesehen, da konnte man die als Haustier halten. Glaub was? Ich. Was hast du dir da angeguckt zur Hölle? Wow, der war tief. Oh, das ist hübsch. Ein Donnerkäfer. Mal sehen, was du zu den drei Monstern sagst. Also zwei Monster habe ich schon entdeckt. Und das Hauptmonster, was ich suchen muss, das suche ich noch. Hier geht es aber ziemlich tief nach unten. Ein Bitterkäfer. Was ist das? Ein Leuchtevieh. Was? Ein Leuchtevieh? Hm. Ich habe irgendwas Leuchtendes gefangen. Donnerkäfer. Okay, das war ein Donnerkäfer. Aber irgendwas. Irgendwas, was geleuchtet hat. Mit einer Laterne. Da kann ich nicht klettern. Ja, auf dem Schwamm kann ich auch nicht klettern. Kann ich auch nicht klettern. Dann gehe ich eben weiter. Noch ein Donnerkäfer. Was haben wir denn hier? Fünferplus! Donnerkäfer. Was zum Halb. Was happened? Okay. Das war komisch. Was denn? Es hat gehangen, als würde es eine Cutscene loaden wollen. Hat's aber nicht. So, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich am Rand der Welt. Scheinbar. Meine Güte, du erforscht ja einiges. Was ich hier definitiv mal solo höchstwahrscheinlich machen werde, ist da ein bestimmtes Gadget bekommen. Da ist es doch, das wollte ich. Fangen! 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 Einen anderen Angler. Gut, ich habe das Tsitsiyaku entdeckt. Das Tsitsiyaku. Okay, jetzt bin ich hier. Was ist hier? Ach, die wollten. Jetzt bin ich schon wieder hier. Da war ich vorhin schon. Danach habe ich irgendwie den Pfad verloren. So, teilweise. Ist ein kletterbares Rankenkling. Oh. Ist ein Blitzkäfer. So, also ich wäre fertig. Alte Fußspuren. Wo will das hin? Ah, hier will es hin. Stein. Schwein. Schwein, Schwein, Schwein. Schwein, Schwein, Schwein. Schau. Es ist ein zweiter Schwein. Oh, ich glaube, ich hab's gefunden. Kommt gerade eine Cutscene oder was? Nö, Lagerplatz gefunden. Die Speckkäfer haben ihr Ziel erreicht. Jetzt habe ich den Lagerplatz gefunden, ey. Jetzt fehlt dir nur noch Tsitsiyaku, Legiano und Paolumu. Paolumo. Du wirst es schon sehen und ich weiß nicht, ob dir das Vieh gefallen wird, aber ich finde es immer sehr interessant, dieses Viech. Und was ist das?
Was hast du denn gefunden? Irgend so ein kleiner Aal, der aus dem Sand rausgekommen ist. Das sind Wackelwürmer. Ha, ich habe Tiere gefunden, die hast du nicht erwähnt. Ich muss ja auch nicht alles erwähnen, oder? Fühle ich mich wieder, was ist das denn? Was ist es diesmal? Oh, ich habe den Ligianer entdeckt. Oh, du hast das erste Eismonster gefunden. Und auch aktuell das einzigste, bevor Iceborne noch rauskommt. Und es will gegen mich kämpfen. Dann rennen. Oder nutzt den Gilihi-Mantel. Ich versuche den jetzt. Der rennt mir auf jeden Fall hinterher. So, wo muss ich denn jetzt lang? Oh nein, ich weiß gerade nicht, wo ich lang soll. Ah, ich glaube, ich muss da hoch. Ey, da ist eine Anomalocaris. Jedenfalls, als es aussieht wie so ein Anomalocaris. Nein! Du hast den Paolumu gefunden? Kann der Paolo sein, ja. Bist du in der Nähe aus von dem fliegenden Anomalocaris? Gesundheit. Riesiger Schrimp. Wo bin ich jetzt? Ich muss hier hin. Dahin. Das ist so ein bisschen das Problem. Kannst du Notleuchtzeichen rauskloppen? Nein. Das ist scheiße. Das hat mir nicht gesagt, dass ich das kann. Guck doch mal bitte. Ich glaube, nee, ich kann es nicht. Ich könnte es nicht. Du musst das alleine machen. Ich glaube, ich habe es abgehängt. Das ist so schon mal was Gutes. So, was haben wir denn hier? Ja, da fliegt auch wieder so ein Anomalocaris. Wie kann ich denn die bezeichnen? Indem du sehr nah an das Vieh bist, dann wird das direkt getrackt und dann wird dir gesagt, was es ist. Greifen die an, wenn man die mit Stein oder sowas bewirft? Dann werden sie aufmerksam auf dich. Na gut, ich werde jetzt erstmal von der Expedition zurückkehren. Oh, es fliegt viel zu weit. Da ist sowas, kann man das anschmeißen? Natürlich, ich habe zu weit nach oben geworfen. Daneben. Okay, ich kann es nicht treffen. Oh, da fliegt noch eins. Weiß nicht, ob ich die Aufmerksamkeit von denen bekomme. Und Feuer! Nein, ich habe nicht mehr zum Werfen. War klar. Ah nein, den Giftkelch. Ich muss woanders hin. Aber bloß wohin? Ich denke mal da lang. Dann geht's hier hin. Da bin ich zumindest bei der 15. Sonst noch irgendwas? Ja, das Vieh ist ziemlich weit weg. Was ich vorhin getroffen habe. Hier geht's dahin. Oh, ich glaube, das ist ein Nest oder so. Alte Kerben von Ligiana. Ich habe das Nest davon gefunden. Wo schwirrst du zur Hölle rum, ey? Jetzt bin ich. Oh shit. Oh shit, nein, ich bin direkt vor die Füße gefallen. Ich laufe sofort weg. Ich habe keine andere Wahl.
Oh, das Uploaden wird die Woche so stressend, so asozial. Ich wünschte dir manchmal, es wäre nicht so asozial. Ich sehe, bist du mit leeren Händen zurückgekehrt. Wie schade. Wie auch immer, du hast Besuch. Na, wen haben wir denn da? Meine liebsten beiden Schwesterarbeiter. Die Meisterin der dritten Flotte hat mir gesagt, dass du viel Zeit damit verbracht hast, im Korallenhochstand den Suramak daraus zu suchen. Sie meinte auch, dass weit, weit unter uns dieses Tal der Verwesung liegen würde, was mich auf die Idee gebracht hat. Wenn wir zum Tal wollen, brauchen wir einen Weg dorthin zu langen. Brauchen wir einen Weg dorthin zu gelangen. Daher habe ich die Wiederaufbau der zerstörten Basis vorgeschlagen, indem wir sie mit Ballons ausstatten und wieder in ein Luftschiff verwandeln. Wie du siehst, ist die Anführerin auch begeistert. Oh ja, Ballons, wie viele du willst. Aus der Luft können wir das Tal der Verwesung ungehindert begutachten. Hoffentlich können wir dort auch die Spur des Soras aufnehmen. Der Luftschiffingenieur übernimmt den Bau des Luftschiffs. Wir müssen nur die Materialien liefern. Nach Aussage der Gelehrten sind Materialien von einem Monster namens Paolumu genau das Richtige. Wenn du dich um die Paolumu-Jagd kümmerst, kann ich mich auf die Suche nach anderen Materialien machen. In Ordnung? Oh, der alte Mann hat mich gebeten, dir das hier zu geben. Das ist das Material hitziger Monster hergestellte Spezialwerkzeug. In Astera hatten sie eine Handvoll biologische Proben auf Lager, also beschlossen sie zu nutzen. Der alte Mann hofft, dass dir die neue Ausrüstung im Einsatz hilft. Du wirst sie bestimmt gut benutzen. Da bin ich mir sicher. Förderplatz! Also dann mal los, viel Glück. Ein Korallenkristall. Nur so ein Mist, dass ich jetzt nur noch auf Dagame warten muss. Ich finde irgendwie den Weg, ne. Na, wo bist denn du jetzt aktuell? Gebiet 11 oder so. Warte, ich gucke mal eben, ob ich die Möglichkeit habe. Wisst ihr was? Ich mache jetzt noch mal eine Expedi und helf und geleite dich. Das ist jetzt nur so eine. Warte mal. Nein, da will ich noch gar nicht hin. Jetzt bin ich hier oben. Oh, jetzt bin ich hier. Okay. Muss mal ganz kurz mit irgendwas quatschen. Nein! Hast du gehört, Partner? Wir bauen ein Luftschiff. Eine fliegende Forschungsbasis. Ist das nicht verrückt? Ich wünschte, wir könnten sofort abheben, aber erst müssen wir diese Materialien sammeln. Scheiße! Oh, anscheinend jagen wir ein Paolumu, richtig? Muss ich mal kurz gucken. Das ist eine Aufgabe sogar. Das ist der Paolumu. Und der Tsitsiyaku ist auch eine Quest dann. Den muss ich erstmal finden. Warte, das Problem ist, ich wünschte, ich könnte gerade die einzelne Karte sehen. So. Was ist das? Perlenauster. Ich brech mal eben zur Expedi auf. Lichtperle. Lichtperle. Das wird einfach zu lang dauern. Lichtperle. Ja. Okay, ich habe eine Lichtperle gefunden. Und eine Tiefseeperle. So, du bist welches Lager? Welches Gebiet? Ich bin jetzt bei Gebiet 11. Du bist übel weit oben. Du musst Gebiet 2 sein. Oh, scheiße, da komme ich nicht hin. Doch. Noch hatte ich kein Monster entdeckt. Du kannst du kannst in das südliche Lager zurück. Fenderplatz! 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 Wisst ihr, Granit-Erz! Wisst ihr, was ich bei ihm immer so feier? Er hat ein Gehirn eines normalen Menschen, aber den Orientierungssinn einer Erdnuss. Ja, das habe ich. Da bin ich ehrlich, das habe ich wirklich.
sieht bei mir nicht anders. Weil wenn du wieder zurück ins normale Lager gehst, brauchst du eigentlich nur nach rechts laufen. Und dann kriegst du schon die Cutscene mit dem Zizi-Jaku frei. Hätte man mir was früher sagen können. Förderplatz! 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 Noch ein Drachenid-Erz! Zwei Drachenid-Erze! Ich weiß aber, wo du lang gelaufen bist und da will ich jetzt auch noch schnell hin. Du kannst, wenn du ganz oben bist, gibt es eine Stelle, wo du direkt runterspringen kannst. Ja. Ich glaube, da bin ich schon runtergesprungen. Cool, langsam komme ich wieder nach unten. Mach doch einfach die Schnellreise. Mach mal was. Oh. Ja. Danke für den Tipp. Nach 23 Parts. Also ich muss da raus. Was ist? Achso. Und dann nach rechts. Wenn du runtergehst, direkt nach rechts. Wenn ich runtergehe, direkt nach rechts. Also B, B, so. Ach, kein Wunder, ich bin nach links gegangen. Also, die haben schöne Vögel hier. Das ist die Natur, richtig? Ist das Natur? Ja, alte Fußspuren habe ich gefunden. Paolo, wo kommst du noch immer her? Moment mal, hier war ich doch schon. Einfach weiter oben. Oh ja, klar. Ey, das ist ja wieder. Wer? Die kleinen Äxchen. Hä? Oh! Noch so ein Raptor. Und der sieht aus wie ein. Oh, das ist ein Grilophosaurus. Und der blendet. Das ist totaler Blender. Zizi-Jaku. Jetzt weiß ich, warum das ist. Jetzt kannst du auch abbrechen, nämlich jetzt so. Die Forschungsbasis scheint einen neuen Gast zu haben. Willst du nachschauen? Und einen kleinen. I'm out over here. Tschüss, Mann. So, ich hab's endlich geschafft. Jetzt kannst du mal stolz auf mich sein. Wasserkernerz. Palico-Stufe. Was? Lieferung abgeschlossen. Tiefseeperle. Neue Zustand. Festungskrabbe. Krass, Mann, ich habe schon wieder neue Zutat. Hast du was neue Zutat? Ach so, du hast eine Quest abge. Was? Hä? Wie ich sehe, bist du mit leeren Händen zurückgekehrt. Wie schade. Wie auch immer. Du hast Besuch. Na, wen haben wir denn da? Meine liebsten beiden Schwesterarbeiter. Die Meisterin der dritten Flotte hat zu mir gesagt, dass du viel mehr Zeit damit verbracht hast, im Korallenhochland den Zora Magdaros zu suchen. Sie meinten auch, dass weit unter dieses Teil der Verwesung liegen würde, was mich auf eine Idee gebracht hat. Wenn wir zum Tal wollen, brauchen wir einen Weg dorthin zu gelangen. Daher habe ich den Wiederaufbau der zerstörten Basis vorgeschlagen. Indem wir sie mit Ballons ausstatten, wieder ein Luftschiff verwandeln. Wie du siehst, ist die Anführerin auch begeistert. Oh ja, Ballons, so viele du willst. Aus der Luft können wir das Tal der Verwesung ungehindert begutachten. Hoffentlich können wir auch die Spur des Zora aufnehmen. Der Luftschiffingenieur übernimmt den Bau des Luftschiffs. Wir müssen nur die Materialien liefern. Nach Aussagen der Gelehrten sind die Materialien von einem Monster namens Paolumu. Genau das Richtige. Wenn du dich um die Paolumu-Jagd kümmerst, dann kann ich mich auf die Suche nach anderen Materialien machen. In Ordnung? Was? Oh, und der alte Mann hat mich gebeten, dir das zu geben. Das ist ein aus Materialien hiesiger, Monster hergestellter Spezialwerkzeug. In Astera hatten die eine Handvoll biologische Proben auf Lager, also beschlossen sie, sie zu nutzen.
Der alte Mann hofft, dass dir die neue Ausrüstung einsatz hilft. Du wirst sie bestimmt kaum brauchen, da bin ich mir sicher. Also dann viermal, dann gib doch endlich mal her. Leitermantel. Dann habe ich jetzt gerade noch mal ein kleines Geheimnis gemacht. Das können wir mal gleich auch können wir nachher dann auch noch gemeinsam machen. 3, 6, so, das ist dann die 7. Folge. Mit der 1 sind es 8 Folgen. So, und dann haben wir jetzt schon 35 Minuten an der Folge wieder gesessen. Weil der Orientierungssinn von jemandem vernachlässigt wurde. Und dann würde ich sogar dann die Folge beenden wollen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt Monster Hunter World. Abonniert uns, aktiviert die Glocke. Bis dato, raushauen und wiederschauen. Bis dahin, ciao.